Kapitel 6. Durch die Scheiben des Taxis konnte sie Reed in der Tiefe Carsons Park erkennen. Sitzbänke umringten einen großen Teich, auf dem Grünstäbler schwammen. Gehwege führten durch ein kleines Wäldchen. Hier und da tüpfelten Picknicktische die Grasflächen. Öffentliche Sportanlagen, die meisten von ihnen marode, aber noch benutzbar, bildeten geometrische Treffpunkte, an denen die Jugendlichen des Viertels zusammenkamen und spielten. Als das Lufttaxi aufsetzte, blickte Sir Reed auf seinen Chrono. Genau pünktlich. Er bezahlte den Fahrer, setzte eine Schirmmütze auf, entlud den Schwebestuhl und schob ihn vor sich her in den Park hinein. Der Stuhl fühlte sich leicht in seinen Händen an, aber er dachte, das könne auch daran liegen, dass er so aufgeregt war. Er ging geradewegs zu dem Gehweg und den Bänken um den Teich. Dort sah er Ned, die Era in ihrem Rollstuhl schob. Das Mädchen warf den Grünschnäpplern etwas von dem Futter zu, das die Arbeitsdruiden verkauften, die auch den Park sauber hielten. Immer wenn sich die Grünschnäppler quakend um die Futterbröckchen zankten, lachte sie. Der Klang ihrer Freude war Musik in Sirids Ohren. Als er sich noch einmal kurz umschaute, sah er Fußgänger und ein paar Droiden, aber nichts, was ihm Sorge bereitet hätte. Annette! Rief er ihnen zu und winkte ihnen. Era! Er hatte den Eindruck, dass seine Stimme auf dem Planeten anders klang als auf der Fatman und war zufrieden mit diesem Wandel. Es war nicht die Stimme eines Drogenschiebers, nicht einmal die eines Soldaten. Stattdessen war es die sanfte Stimme eines Vaters, der seine Tochter liebte. Era machte ihn zu einem besseren Menschen, da war er sich sicher. Er musste dafür sorgen, dass er sie öfter sah. Ned drehte Eras Stuhl herum und beide bekamen bei seinem Anblick große Augen. »Hey, Daddy!« rief Era. Von allen Worten in der Galaxie hörte er diese am liebsten. Sie ließ Ned und die quakenden Grünstäbler hinter sich und rollte auf ihn zu. »Hey, was ist das?« fragte sie, als sie näher kam. Ihre Augen strahlten und sie hatte ein breites Lächeln auf den Lippen. Er bückte sich und hob sie in einer Umarmung aus ihrem Stuhl. Sie fühlte sich winzig an. »Das ist meine Überraschung für dich«, sagte er. Era verkniff sich das Gesicht zu einer Frage. »Und was ist das?« fragte sie und klopfte auf die Panzerweste, die er unter seinem Hemd trug. Er spürte seine Wangen heiß werden. »Etwas für die Arbeit, nichts weiter.« Damit schien sie sich zufrieden zu geben. Schau mal, Tante Ned, ein Schwebstuhl. Das sehe ich, sagte Ned, die inzwischen zu ihnen gekommen war. Ist der für mich? Fragte Era. Natürlich ist er das, antwortete Sirid. Era quietschte vergnügt und umarmte ihn so heftig, dass seine Mütze verrutschte. Ach, Daddy, du bist der Beste. Kann ich ihn gleich ausprobieren? Sicher, sagte Sirid und setzte sie hinein. Die Steuerung ist gleich hier. Sie ist intuitiv, das heißt... Bevor er aussprechen konnte, hatte Era schon an der Steuerung herumgespielt und schwirrte davon. Er sah ihr hinterher und lächelte. Hallo, Ned, sagte er. Seine Schwägerin wirkte erschöpft. Sie war zu jung für die Falten in ihrem Gesicht und die Ringe unter ihren Augen. Ned trug ihre braunen Haare auf eine Art und Weise, von der sogar Sirid wusste, dass sie seit 5 Jahren aus der Mode war. Sirid fragte sich, wie er wohl in ihren Augen aussehen mochte. Wahrscheinlich genauso erschöpft. Sirid, das war sehr nett von dir. Der Stuhl, meine ich. Ja, sagte Sirid. Er scheint dir zu gefallen. Era flog mit dem Schwebstuhl ein paar Grünstädter hinterher, die vor ihr ins Wasser flohen. Sei vorsichtig, Era, rief er. Ich komm schon klar, Daddy, antwortete sie. Sirid und Ned standen voreinander. Sie waren einander sehr nah und doch durch einen Abgrund voneinander getrennt. Es ist eine Weile her, sagte Ned schließlich. Sie muss dich öfter zu Gesicht bekommen. Ich weiß, ich versuch's ja. Sie schien etwas erwidern zu wollen, ließ es aber bleiben. Wie läuft die Arbeit? Ich bin Kellnerin in einem Casino, Sirid, spottete sie. Eine alte Kellnerin. Die Arbeit fällt mir schwer. Meine Füße tun weh, mein Rücken tut weh. Ich bin müde. Und unser Apartment ist kaum größer als ein Luftgleiter. Er konnte nicht umhin, das alles persönlich zu nehmen. Ich werde versuchen, mehr zu schicken. Nein, nein. Sie betonte die Worte mit einer abwehrenden Geste. Wenn die Credits, die du uns schon schickst, nicht wären, müssten wir verhungern. Das ist es nicht.
Ich komme mir vor wie in einer Tretmühle, verstehst du? Ich laufe und laufe, aber ich komme nicht voran. Er nickte. Das kenne ich. Era rief zu ihm hinüber. Hey, schau mal, Daddy! Sie flog mit dem Schwebstuhl einen engen Kreis und lachte dabei die ganze Zeit. Vorsichtig, Era, mahnte er und lachte dabei. Warte mal, bis du den Dreh richtig raus hast, Pusteröhrchen, rief Ned. Eine Zeit lang standen sie schweigend da, dann fragte Ned mit ernster Stimme. Wie konntest du dir den Stuhl leisten, Sirit? Er sah sie nicht an, aus Furcht, sie könnte die Zwiespältigkeit von seinem Gesicht ablesen. Durch Arbeit, was sonst? Was für eine Arbeit? Ihm gefiel der Ton ihrer Frage nicht. Die gleiche wie immer. Sie schaute ihm ins Gesicht und ihr ernster Gesichtsausdruck brachte ihm Well wieder so nah, dass es ihn beinahe niedergeschmettert hätte. Seit einem Jahr schickst du uns jetzt jeden Monat 200 Credits und heute tauchst du mit einem Repulsorsessel auf, von dem ich weiß, dass er mehr als ein Luftleiter kostet. Nett. In was steckst du drin, Sirit? Du trägst diese alberne Mütze, eine Panzerweste. Die gleiche. Glaubst du, ich bin blind oder blöd? Nein, natürlich nicht. Ich kann mir schon denken, was du treibst, Sirit. Era hat bereits ihre Mutter verloren. Sie darf nicht auch noch ihren Vater verlieren. Das würde sie nicht überstehen. Ich gehe nirgends hin, sagte er. Du hörst mir nicht zu. Glaubst du, sie hätte lieber Beine als ihren Vater? Lieber diesen Schwebestuhl als dich? Sie glüht, wenn sie weiß, dass du uns wieder besuchen kommst. Hör auf mich, Sirit. Was immer du tust, hör damit auf. Verkauf dein Schiff, such dir eine planetengebundene Arbeit und sei deiner Tochter einfach nur ein Vater. Er wünschte, es wäre möglich. Ich kann nicht, Ned. Noch nicht. Er wandte sich ihr zu. Noch ein Flug, dann wird alles anders. Noch einer. Sie starrte ihn an und er bemerkte, wie blass ihre Haut war. Wahrscheinlich als Folge von zu wenig Sonne und falscher Ernährung. Ich hab ihr gesagt, sie soll keinen Soldaten heiraten. Schon gar keinen Piloten. Well. Ja, well. Nett. Du weißt einfach nicht, wann es genug ist, Sirit. Das hast du noch nie. Ihr seid alle so. Ihr zieht eure Rüstungen an, schwingt euch ins Cockpit und haltet euch für unverwundbar. Glaubt, dass ein Blaster euch nicht umbringen, dass euer Schiff nicht vom Himmel geschossen werden kann. Es kann, Sirit. Und wenn es deines ist, wird es Era schlimmer verletzen als der Unfall, der ihr die Beine gekostet hat. Ihm fiel nichts ein, dass er darauf hätte erwidern können, denn er wusste, dass sie recht hatte. Ich werde dir ein Süßeis kaufen. Möchtest du auch eins? Sie schüttelte den Kopf und er ging zum Imbissstand. Den gesamten Weg über spürte er Nets Blicke in seinem Rücken. Rath beobachtete, wie Sirit von der Frau, seiner Schwägerin, weg und hinüber zu einem der Verkaufsstände ging, um ein Eis für seine Tochter zu holen. Seine Tochter. Kaum verwunderlich, dass Sirit so sehr darauf achtete, ob man ihn verfolgte. Rath wusste, was eine Organisation wie die Exchange oder die Hoods einem Mann mit Familie antun konnte. Ein kleines Kind war ein Plaster, der nur darauf wartete, auf die Brust gesetzt zu werden, war wie die Marionettenfäden, die einen Mann tanzen ließen. Ein Mann, der ein Leben führte, wie Sirit oder Rath es taten, musste entweder genügend Macht besitzen oder einen Gönner mit genügend Macht haben, um seine Familie zu beschützen. Ansonsten stellte seine Familie ein Risiko dar. Sirit besaß weder Macht noch einen Gönner. Rath respektierte die Tatsache, dass Sirit es so lange geschafft hatte, seine Tochter aus dem Spiel herauszuhalten. Eine beachtliche Leistung. Doch jetzt war sie mit dabei, ein Spielstein auf dem Brett. Rath würde sie natürlich nicht benutzen. Aus reinem Berufsstolz heraus griff Rath niemals darauf zurück, der Familie eines Mannes zu drohen oder etwas anzutun und einem Kind schon gar nicht. So etwas war unpräzise, etwas für Bomberpiloten, nicht für Scharfschützen. Und in seinem Inneren war Rath ein Scharfschütze. Ein Schuss, ein Toter, kein Kollateralschaden. Er wandte sich von Ned und Era ab, um sich wieder auf Sirit zu konzentrieren und entdeckte ihn hinter sich.
ein rotes Süßeis in der einen Hand, ein grünes in der anderen und Augen wie Deutsche. Kenne ich dich, mein Freund?", fragte Sirit. Seine Blicke erforschten Raths Kleidung, seine Haltung. Rath stellte sich lässig hin und schaute so harmlos wie möglich drein. Ich glaube nicht. Sind Sie von hier?" Sirit trat einen Schritt näher und richtete seine Körperhaltung für einen Schlag aus. Rath musste den Instinkt unterdrücken, sein Gleichgewicht zu verlagern, um Sirits Angriffswinkel auszuhebeln. Sirit würde es erkennen, und Rath konnte es sich nicht leisten, ihn jetzt schon zu töten, nicht bevor er ihn dazu benutzt hatte, das eng aufzuspüren. Was hast du dir da angesehen, mein Freund?" fragte Sirit. Hey, Daddy!" rief Era, aber Sirit wandte seinen Blick nicht von Raths Gesicht ab. Ich schaue mir nur die Grünschnäpple an. Ich fütter sie gern." Er griff in seine Tasche und zog eine Handvoll Futterkügelchen hervor, die er bei einem der Parkdruiden gekauft hatte. Daddy, ich möchte das grüne Eis!" rief Era. Beim Anblick der Futterkügelchen entspannte sich Sirit sichtlich, aber nicht völlig. Natürlich, sagte er. Entschuldige, Kumpel. Ist das Ihre Tochter?" fragte Rath mit einem Kopfnicken zu Era. Ja, antwortete Sirit und der Anflug eines Lächelns umspielte seine Lippen. Sie scheint sehr glücklich zu sein, sagte Rath. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag, Sir. Rath ging an Sirit vorbei und mischte sich unter die Läufer, Radler und andere Wesen, die den Park benutzten. Während er das tat, tadelte er sich selbst, weil er Sirit nicht permanent im Auge behalten hatte. Der Mann hatte offensichtlich einen Riecher für Ärger. Sirit drehte sich um und schaute dem Mann hinterher. Irgendetwas an ihm kam ihm seltsam vor, aber er konnte nicht genau sagen, was. Er schien überaus großes Interesse an Error und Ned gehabt zu haben und sein Blick war kalt, trotz des blöden Grinsens. Daddy, es schmilzt!" Error lenkte ihren Stuhl zu ihm. Er gab ihr das Süßeis und wischte sich die Hand an seiner Jacke ab. Danke, sagte sie und schlägte daran. Lecker! Er lächelte sie an und als er wieder aufsah, konnte er den Mann nirgends mehr entdecken. Wer war das?" fragte Ned, als sie ebenfalls zu ihm herüberkam. Sirit reichte ihr gedankenverloren das andere Eis und schaute weiter in die Richtung, in die der Mann verschwunden war. Keine Ahnung, niemand. Ned musste Sirits Besorgnis gespürt haben. Bist du sicher? Ja, sagte er und zwang sich zu einem Lächeln. Ich bin mir sicher. Doch er war es nicht. Ich denke, ich werde euch nach Hause begleiten, okay? Hurra! Rief Era. Was ist denn? Fragte Ned. Sie hatte das Eis noch immer nicht angerührt. Nichts, behauptete er, um sie zu beruhigen. Darf ich etwa nicht mit meinem Mädchen nach Hause gehen? Ich gehe nicht, sagte Era grinsend. Ich fliege. Erins Raven trat aus dem Hyperraum. Ihre Robe und ihr Bedauern hatte sie auf Alderaan zurückgelassen. Direkt nach Volta T6. Der Astromech übernahm die Steuerung und der Raven schoss durchs All. Durch das Cockpitfenster kam Volta in Sicht. Ein einsamer Planet, der um einen Stern kreiste. Das Sonnenlicht wurde von den vielen künstlichen Satelliten im Orbit reflektiert und von dem Raumverkehr, der sich zum Planeten hin und von ihm fortbewegte. Piep die planetare Überwachung mit unserer offiziellen republikanischen Legitimation an, sagte sie zu T6. Bitte einen Platz im Raumhafen Yenta Lake. Der Droide pfiff bestätigend. Bald würde Erin wissen, ob man ihre Abwesenheit bemerkt hatte. Falls ja, würde ihr ihre Legitimation nicht viel nutzen. T6 gab eine Reihe zufriedener Pieptöne von sich, während Landeanweisungen über Erins Hut liefen. Bring uns runter, T6. Kling dich auch gleich ins Planetenverzeichnis ein und such mir die Adresse eines gewissen Sirit Kor. Sie hatte Sirit seit Jahren nicht mehr gesehen. Vielleicht war er schon tot, oder er würde nicht bereit sein, ihr zu helfen. Sie waren gute Freunde gewesen. Vor seinem Austritt aus der Armee hatte Sirit nur Erin vom Tod seiner Frau erzählt. Erin hatte ihm geholfen, den ersten Schock zu überwinden. Und noch immer konnte sie den heftigen Schmerz und die Verzweiflung spüren, die ihn überkommen hatten, als er von dem Unfall erfuhr.
Seine Gefühle ähnelten dem, was sie empfunden hatte, als Meister Cello starb. Sirit war dankbar dafür, bei ihr ein offenes Ohr gefunden zu haben. Das wusste sie. Doch um was sie ihn jetzt bitten würde, war keine Kleinigkeit. T6 für verdrossen. Kein Sirit Core im Verzeichnis. Aarons Hand ballte sich zur Faust, während der Planeten näher kam. Seine Frau hat eine Schwester. Natala irgendwas. Natala Jums. Versuch es mal mit ihr, T6. Wenige Augenblicke später hatte T6 eine Adresse. Natala Humes lebte nahe dem Seeufer in Hinter Lake und war als gesetzlicher Vormund eines 9-jährigen Mädchens namens Era Humes eingetragen. Era? Aaron wusste, dass Sirits Tochter Era hieß. Wenn Natala das Sorgerecht für das Mädchen hatte, war es gut möglich, dass Sirit tot war. Ihr Plan fing an, in die Brüche zu gehen. Sie hatte sonst niemanden, an den sie sich wenden konnte. Wenn Sirit tot war, dann war auch damit ihre Chance dahin, Meister Stellos Tod zu rächen. Ihr blieb nichts anderes übrig, als es zu versuchen. Sie hatte keine Ahnung, wie sie ohne Hilfe durch die imperiale Blockade um Coruscant kommen sollte. Der Raven stieß in einem Schleier aus Hitze und Flammen durch die Atmosphäre. Als sie in den blauen Himmel der Stratosphäre Vultas eintauchte, konnte sie in der Tiefe das große blaue Oval des Hintersees erkennen und den urbanen Ring, der ihn umgab. T6 fädelte sie in den Fluss des Flugverkehrs ein und sie nahmen Kurs auf ihre Landebucht bei Hinter Lake. Von dort aus würde sie Natala ausfindig machen. Sirit fühlte sich wie ein richtiger Vater, als er Ned und Era zu ihrem Apartment in der Nähe des Sees begleitete. Doch als er dann sah, was das für ein Loch war, fühlte er sich wie ein Versager. Sie lebten in einer der Villen, die man im Rahmen des sozialen Wohnungsbaus umgebaut hatte. Rost, zerbrochenes Glas, bröckelndes Gemäuer, Säufer und Süchtige schienen allgegenwärtig zu sein. »Es sieht schlimmer aus, als es ist«, sagte Ned so leise zu ihm, dass es Era nicht hören konnte. Sirit nickte. »Hast du gehört, was auf Coruscant passiert ist?« fragte Ned, die offenbar das Thema wechseln wollte. »Läuft überall im Netz.« »Hab's gehört.« »Was glaubst du, wie das ausgeht?« Er zuckte nur mit den Schultern. Während ihres Spaziergangs hielt er immerzu nach verdächtigen Personen Ausschau, aber es fiel ihm niemand auf. Trotzdem wurde er das Gefühl nicht los, dass etwas schiefgelaufen war. Irgendetwas war faul an diesem Mann im Park. Sie betraten den klapprigen Lift, der sie mehrere Etagen nach oben brachte. Als sie dort angekommen waren, wollte Siri das Apartment nicht betreten und Ned bat ihn auch nicht herein. Era wendete ihren Schwebestuhl. Sie manövrierte ihn auf dem beengten Raum wie ein Profi. »Du bist eine echte Pilotentochter«, stellte er fest. Sie strahlte. »Ich hab dich lieb, Daddy.« »Ich hab dich auch lieb.« Er hob sie aus dem Stuhl und drückte sie so fest an sich, dass sie quietschte. Er fühlte das Fehlen ihrer Beine wie ein Loch in seinem Herzen. Am liebsten hätte er sie für immer festgehalten, doch er wusste, dass das nicht ging. Über Neds Schulter hinweg konnte er einen kleinen Teil der winzigen Zwei-Zimmer-Wohnung sehen. Ein Fenster, eine Kochnische. »Kommst du bald wieder, Daddy?« fragte Era, als er sie zurück in ihren Stuhl setzte. »Ja«, sagte er so unzweideutig wie ein Blasterschuss. »Bald.« Er stahl ihre Nase und sie kicherte. »Die gebe ich dir zurück, wenn ich wiederkomme.« Ned, die neben Era stand, strich ihre Nichte übers Haar. »Zeit für deine Hausaufgaben, Era, und dann fürs Bett.« »Na gut, Tante Ned. Tschüss, Daddy«, sagte sie mit feuchten Augen. Sie versuchte, stark zu sein. Sirit kniete sich hin. »Ich bin bald zurück. Schon in ein paar Tagen. Alles klar?« Sie nickte und er wuschelte ihr durchs Haar. Dann drehte sie den Schwebstuhl herum und steuerte ihn in die Wohnung. Er legte das Bild ihres Gesichts in der Kartei seines Gedächtnisses ab. »Sie liebt diesen Stuhl«, meinte Ned. »Das hast du gut gemacht, Sirit.« »Ich werde euch beide hier rausholen«, sagte er, entschlossen, das Versprechen wahr werden zu lassen. »Nach diesem nächsten Job.« Ned hob eine Hand und schüttelte den Kopf. »Ich will nichts von diesem Job wissen. Versprich mir nur, dass du keine unnötigen Risiken eingehst.« »Das verspreche ich«, sagte er. »Wir sehen uns, wenn du zurück bist. Uns geht es dir gut, Sirit.
Dieses Zuhause macht nicht viel her, aber uns geht's gut. Er griff in seine Jacke und zog die Inhaberkarte hervor. Hier sind über 13.000 Credits drauf. Nimm sie. Kauf was Hübsches für dich und Era. Sie schaute die Karte an, als könnte sie beißen. 3.000? Sie sah ihn an. Wie bist du an so viel Geld gekommen? Er ging nicht auf die Frage ein und hielt die Karte hoch, bis er sie nahm. Danke, Ned. Für alles. Er umarmte sie so unbeholfen wie immer. Sie kam ihm so dünn vor, so filigran wie ein abgetragener Pullover. In diesem Augenblick schwor er sich, die beiden aus dem Slum herauszuholen, ganz gleich, was er dafür tun musste. Pass gut auf dich auf, Z-Man, sagte Ned. Das werde ich. Ich werde schon bald zurück sein. Darauf erwiderte sie nichts. Als die Tür zufiel und das Schloss klickte, legte er den Schalter in seinem Hirn um. Sirit, der Vater, überließ das Feld Z-Man, dem Soldaten und Schmuggler. An dem Mann im Park war etwas oberfaul, von den Haaren über die Kleidung bis zu der Kälte in seinem Blick. Er hätte ein Niemand sein können, oder das Gegenteil. Sirit beschloss, sich noch eine Weile in dem Apartmentgebäude herumzutreiben, unauffällig, nur um sicherzugehen, dass Aaron und Ned in Sicherheit waren. Er bezog Posten auf ihrer Etage und machte sich halbwegs gemütlich. Er hatte nicht mehr Wache geschoben, seit er ein frisch gebackener Rekrut gewesen war. Es fühlte sich eigentlich ganz gut an. Rath saß im Lufttaxi auf der Straße vor dem heruntergekommenen Apartmentgebäude. Der Geruch nach faulem Fisch und schmutzigem Seewasser hing in der Luft. Eine ganze Weile lang passte er nur auf und beobachtete über den Sucher Sirits Bewegungen. Dann hatte sich Sirit nicht mehr von der Stelle gerührt. Vielleicht teilte er sich dort drinnen eine Wohnung mit Ned und Era. Er wartete noch ein Weilchen ab, bis er beschloss nachzuschauen. Er bezahlte den Droidenfahrer, stieg aus dem Taxi, wich ein paar ramponierten Kleidern und einem öffentlichen Repulserbus aus, die im Tiefflug über die Straße zogen, und ging hinüber zu dem Wohnungskomplex.